Willkommen zurück, Leute, zur nächsten Challenge von Super Mario 3D World. Jetzt kommt Welt Bowser B von Zischl schlägt zurück. Im letzten Part haben wir ja schon das zweite Mal gegen Boss Blubario gekämpft und jetzt spielen wir das zweite Mal gegen von Zischl. Und auch dieses Mal ist die Challenge schwieriger geworden, als sie noch damals beim ersten Kampf war. Denn beim ersten Kampf gegen ihn gab es ja überhaupt keine besonderen Regeln zu beachten. Und es ist jetzt übrigens Frau von Zischl, seine ja, Ehefrau, denke ich mal. aber diesmal dürfen wir auch nicht mal auf diesen Tellern stehen. Ja, und wie machen wir das? Ich würde mal vorschlagen, mit Drehsprung. Mit was denn auch sonst? Sah jetzt ganz einfach aus, aber so einfach ist die Challenge gar nicht. Denn das Problem ist, dass... Wow. Jetzt ist er genau unter mir hochgeschossen und dadurch habe ich ihn in den Teller berührt. Verdammt nochmal. Ja, es ist gar nicht so einfach, weil die Frau von Zischl bewegt sich die ganze Zeit hin und her. Und dadurch kann es schon mal sein, dass man den Drehsprung dann irgendwie verkackt. Es ist, glaube ich, am besten, wenn man sie seitlich trifft, also wenn sie gerade nach links oder nach rechts schaut, dass man dann versucht, auf sie drauf zu springen. Wenn sie aber nach vorne schaut, also uns quasi anschaut, dann sollte man eher nicht auf sie springen, habe ich das Gefühl, weil dann kann es sein, dass sie einen eher trifft, als wenn man einfach so macht. Habe ich zumindest das Gefühl. Aber müsst ihr mal selber ausprobieren, wenn ihr das versucht, selber nachzuspielen. Aber so mega schwierig ist auch diese Challenge nicht. Sie ist natürlich schon schwieriger als die von damals, aber trotzdem... Ihr seht schon, das ist ziemlich gut möglich. Auf jeden Fall einfacher als die Challenge aus dem letzten Part, wo wir das zweite Mal gegen, wow, gegen Boss Blubario gekämpft haben. Jetzt habe ich hier ein bisschen wenig Platz. Wow, Alter. Ich wusste gar nicht, dass ich so Feuerbälle schießen kann. Echt? Okay, jetzt. Und hoch. Nein! Oh Gott, war das knapp. Verdammt nochmal. Jetzt hat. Ja, okay, geschafft. Puh, das war jetzt zum Ende hin doch nochmal spannend. Sie hat es mir nicht so leicht gemacht. Aber wir haben es hingekriegt. Okay. Übrigens, ich finde, das am Ende sieht immer so aus wie ein Clownsgesicht. Ich habe keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist oder nicht. Aber da ist irgendwie die Röhre, ist die Nase... dann die Münzkreise sind irgendwie die Backen oder so und oben der Grünstern, keine Ahnung. Ach nee, nee, nicht die Backen, sondern die Augen, natürlich. Wer behindert Backen? Ich finde irgendwie, das sieht immer aus wie ein Clownsgesicht. Vielleicht denke ich auch nur an Clown, weil wir hier in einem Zirkus sind. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und beim nächsten Mal kommt dann die Challenge aus dem finalen Level von diesem Spiel, nämlich Welt Bowser Castle. Bowsers großer Turm. Bis dann, Leute.